das ist meine Chance, ich muss dahin. Erste Mal in meiner Karriere, wo ich mich nicht kontrollieren konnte. Dann waren so 10 Tage noch da. Ich war alleine in Lissabon, ich war verzweifelt. Mittelfeld, Lahm, Schweinsteiger, Kroos. Könnt ihr nachgucken. Gegen die habe ich gespielt. Und auf einmal bin ich da in jeder Zeitung drin in Berlin. Mit Spielern wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry. Und Kraft dreht sich so um und sagt, Hani! So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Nächste Folge Storytime mit Bilo. Ich habe hier neben mir sitzen Hani Mukhtar. Ich befinde mich gerade in Amerika, in Nashville. Dieser Mann hier neben mir nimmt gerade die komplette MLS auseinander und ist auf dem Weg, MVP zu werden. Erstmal danke, Bruder, dass du mitmachst. Wir fangen jetzt an. Ich möchte von dir gerne alles wissen rund um den Fußball. Kannst du auch ein bisschen was über dein Leben erzählen? Am besten einfach von klein auf. Wo hast du angefangen? Wie ging es dann weiter? Kann ich erstmal vorstellen und so starten wir ein bisschen. Vorab ganz kurz, Leute, wir verlosen ein Hani Mukhtar Trikot. Was ihr dafür tun müsst, wie immer, kommentieren, liken und... Lass das Follow da. Dankeschön. Let's go. Jetzt beginnt dein Part. Ja, ich bin Hani Mukhtar, wie Bilo schon gesagt hat. Ich spiele hier bei Nashville SC. Das ist in Amerika. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Bilo. Bruder, ich danke dir, mein Achi. Ich bin groß geworden in Tempelhof. Muss ich mal erstmal kurz erzählen, Bilo. Ich habe mit Bilo zusammengespielt. Dadurch kennen wir uns halt. Dadurch ist er jetzt hier zu Besuch. Groß geworden bin ich in Berlin, wie ich gesagt habe. Da habe ich bei Stern Marienfelde angefangen. Da habe ich meine ersten Schritte gemacht. Nochmal hier an der Stelle habe ich mit Maximilian Philipp zusammengespielt und Christopher Lenz, die jetzt in der Bundesliga zocken. Ja, dann bin ich zu Hertha gekommen. Bin durch die ganzen Jugendabteilungen durchgelaufen. Mit 14, 15 habe ich so ungefähr angefangen zu merken, dass ich Talent habe, sage ich mal. Ne? Und wurde ich auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Jugendnationalmannschaft war das damals, ich glaube, U15 war der erste Lehrgang. Wurde ich dann eingeladen. Witzigerweise war ich dann auch Kapitän mit Spielern wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry. Die waren alle in meinem Jahrgang. Ja, da war ich dann Kapitän in der Mannschaft, in der U15. Wer war dein Trainer? Auch Engel? Frank Engel war damals mein Trainer, den kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Dann bin ich von der U15 in die U17 bei Hertha damals gesprungen. Mal ganz kurz nochmal vorher. Mit wie vielen Jahren hast du nochmal angefangen bei Hertha? Ganz kurz. Ich gehe nochmal ein paar Schritte zurück. Hast du direkt bei Hertha angefangen, Fußball spielen, oder warst du erstmal vorher in einem kleineren Verein gewesen? Ja, ich habe bei Stern Marienfelde angefangen, da war ich 4. Mit 4 habe ich Fußball angefangen. Aber du kamst relativ schnell zu Hertha, kann es sein? So wie ich es im Kopf habe? Ja, ja. Und dann mit 5 bin ich direkt zu Hertha gegangen. Da haben wir uns ja direkt auch kennengelernt. Ja, genau. Da haben wir ja zusammen bei Hertha gespielt in den Minis. Wer hat dir oder wie bist du dazu gekommen, dass du anfängst mit Fußball? Also kam das von dir selber? Du hattest Bock gehabt natürlich bestimmt auch. Auch als 5-Jähriger merkst du ja, wenn du einen Ball hast am Fuß, du zockst immer und so. Aber kam das so von deiner Familie aus, also dass vielleicht dein Vater dich genommen hat oder irgendein Familienmitglied, der dich dazu genommen hat und meinte, ey Hani, komm, ich bring dich jetzt auch schon zu Stern Marienfelde und dann zu Hertha? Ja, also mein Vater liebt ja Fußball und der hat mich von Anfang an immer zum Fußball mitgenommen. Mein Bruder hat im Verein gespielt und dann hat er gesagt, komm mit. Mhm. Und es hat sich dann so entwickelt. Ne? Mein Vater wollte auch früher Fußballer werden. Sein Vater hat es ihm leider nicht erlaubt. Weil, ja, aber das war eine andere Generation. Du musst dir vorstellen, dass damals, mein Vater ist ein bisschen älter, sein Vater hat gesagt, im Sudan, ich komme aus dem Sudan und aus Deutschland, also ich bin gemischt. Und sein Vater hat damals gesagt, so, ey, Fußball ist ein Straßensport. Mach deine Ausbildung, mach dein Studium. Und so ist er halt auch, so ist mein Vater dann auch nach Deutschland gekommen. Genau, hat seinen Doktortitel in Deutschland gemacht, in Berlin, wo er dann meine Mutter kennengelernt hat. Und ja, deswegen sozusagen durfte er seinen Traum nicht wirklich leben. Ja. Und dann hat er versucht, natürlich mich bei meinem Traum zu unterstützen. Ne? Südländische Väter, ne? Afrikanische Väter, die sind ja auch sehr temperamentvoll. Und der war da komplett hinterher, was auch im Endeffekt jetzt, weil ich es geschafft habe und weil ich sage, okay, das hat mir echt geholfen. Also für mich war das, ich habe das auf jeden Fall gebraucht, so ein Ruck immer, ne, dass er mir gesagt hat, komm, gib Gas, das ist eine Chance, du kannst dein Leben verändern, du kannst vielen Menschen helfen und natürlich am Ende kannst du deinen Traum leben. Wie viele von Millionen Menschen versuchen, Fußballer zu werden und wirklich schaffen es dann und davon zu leben, ne?
Und das ist da muss man auch einfach dankbar sein. Und glaub mir, das sage ich nicht einfach so, weil hier jetzt die Kamera an ist oder so. Ich fliege einmal im Jahr in den Sudan, ich weiß, wo ich herkomme. Und da muss man wirklich dankbar sein, was man hat und dass man wirklich seinen Traum leben kann. Nochmal auf die Sache zurückzukommen, du hast die ganzen Jugendmannschaften durch, ganz normal. Genau, ganz normal. Ganz normal. Dann ganz hast du aber mit 14, 15, wo du dann gemerkt hast, ey, du wurdest jetzt auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Genau. Warst dann sogar Kapitän, so warst du bei mir auch. Ja, genau. Auch mit krassen Spielern, wie du ja gerade gesagt hast, Goretzka und wer da auch jetzt dazugehört. An der Stelle erstmal schönen Gruß, Leon. Du bist der Nächste. Du merkst die Aufmerksamkeit drumherum, was auf dich zukommt, vielleicht auch in der Schule, ey, der ist Nationalspieler, da muss ich vielleicht manchmal einen Zettel abgeben bei dem Lehrer, ey, ich habe einen Lehrgang oder ich muss wohin, den gebe ich ab, ich muss halt mal früher von der Schule weg. Und du merkst, ey, das wird jetzt alles ein bisschen professioneller. Weil mit 15, 16 fängst du ja auch an, dann ein bisschen Geld zu verdienen. Genau, ja. Kannst ja vielleicht mal erzählen jetzt, du hast ja erzählt, für U15 Nationalmannschaft, also Lehrgang. Und dann hast du ja erzählt, du bist von Hertha, von der U15, direkt in die U17, in die Bundesliga, sogar mit den 94ern zusammen. Genau, gespielt, genau. Ne? Kannst ja mal erzählen, wann kam dein erster Vertrag und dann, wie es von hier jetzt weitergeht. Also so wirklich, wo es richtig Klick gemacht hat bei mir, war wirklich, wo ich dann zur Nationalmannschaft eingeladen wurde und auf einmal so der Kapitän von allen super Spielern war, ne, aus anderen Bundesländern. Aus Deutschland. Aus Deutschland, genau. Ich habe wirklich Talent und ich will auch was aus meinem Talent machen. Ne? Meinen ersten Vertrag, glaube ich, habe ich auch wirklich mit 15 unterschrieben. Damals. Mit 15? Mit 15, genau. Und da habe ich 2 Jahre unterschrieben bei Hertha. Also wirklich, das war nicht so wie heutzutage, dass die Jungs wirklich schon Geld verdienen. Damals hat man wirklich Taschengeld sozusagen verdient. Was du da verdient hast? Ungefähr. Ich glaube 150 oder sowas. Jetzt heutzutage verdienen die Kinder ja mit 15 Summen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber damals habe ich 150 verdient, was super Geld war. Ey, ich war 15 Jahre, ich war der King in meiner Schule, weißt du? Ich konnte in der Cafeteria kaufen, was ich wollte. So Streuselschnecke, weißt du, auf meinen Nacken, weißt du? Und dann wurde ich Nationalspieler und dann bin ich in die U17 gesprungen im nächsten Jahr. Mit 94ern. Und da kam dann Andreas Thom in mein Leben. Und ich weiß, guck mal, ich sag euch mal eine Sache, so gerade für junge Spieler, ne? Das unabhängig ist ganz, von mir jetzt. Unabhängig von dir, das ist ganz, ganz wichtig. Macht euch immer selber die Meinung über Trainer. Und am Ende des Tages liegt es an euch. Ich weiß, Trainer haben großen Einfluss auf euch, aber am Ende, wenn ihr Gas gibt und dem Trainer zeigt, und ey, ich werde es euch erzählen, ich habe viele Fehler auch gemacht in meiner Karriere, wo ich nicht stolz drauf bin, weil ich halt aus Temperament oder Emotionen gehandelt habe, was falsch ist. Ich will nicht oft unterbrechen, ganz kurz. An dem Punkt muss ich sagen, Mucki, ich glaube, du warst einer der wenigen Spieler, das sage ich auch heute noch, das sage ich auch immer in meiner Community, du warst einer der wenigen Spieler, die ganz früh sehr weit im Kopf waren. Du warst wirklich sehr reif. Und du wusstest, darf ich schon mal eine Geschichte erzählen, die ich dir bis heute nicht erzählt habe? Mhm. Als er einmal gegen Tennis Borussia gespielt hat im Halbfinale, glaube ich, Pokal, Berliner Pokal, war ich mit meinem Vater zugucken bei euch. Yeah. Dann hast du zu dem Schiedsrichter gesagt, du hast den Herr Schiedsrichter, wie lange spielen wir noch? Da hat mich mein Vater angeguckt und meinte zu mir, guck mal, Bilal, wie er den Schiri anspricht. Aber das ist so ein simples Beispiel. Damit will ich sagen, du warst sehr früh sehr weit. Du wusstest ganz genau, wie du mit Trainern, wie du mit Mitspielern, wie du mit einfach mal komplett allen dich zu benehmen hast. Das war mein Fehler. Also ich habe das nicht so gemacht, wie du es gemacht hast. Aber ich bin der Meinung, also das kommt so zu meiner Erziehung. Mein Vater hat mir von Anfang an... Erziehung schlecht, oder was? Nein, das will ich gar nicht sagen. Das will ich gar nicht sagen, aber mein Vater hat mir von Anfang an beigebracht, ey, egal mit wem, egal ob du sauer bist, du musst immer respektvoll bleiben, 100%. Weißt du? Und was ich da sagen wollte, ist, der Trainer ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich nur eine Leiter, die hier hochgeht. Ne? Gerade wenn jetzt in deiner Community ein paar junge Spieler dabei sind, die Fußballer werden wollen. Am Ende des Tages, der Trainer ist eine wichtige Rolle in eurem Leben, ja. Aber es ist wirklich nur, ihr habt den ja wirklich nur eine Zeit. Ihr habt den ja nur ein Jahr oder 2 Jahre. Das ist doch gar nichts in eurer Karriere. Weißt du, was ich meine? Und da darf man sich nicht, wenn der Trainer dich nicht mag, ey, dann gibst du Gas. Und mein Tipp an euch, das Beste, was ihr machen könnt, ihr geht ins Trainerbüro und sagt, Trainer, was kann ich machen, um zu spielen? Das hat Hani immer. Im Endeffekt, wenn du das machst, er wird dir sagen, ey, du musst mehr nach hinten arbeiten, du musst mehr Tore machen, du musst was auch immer. Und wenn du daran arbeitest und das ihm zeigst, ey, auf mich kannst du dich verlassen. Und am Ende, wenn ihr rausgeht aus der Karrierekabine, sagst du, ey, Trainer,
Auf mich kannst du dich verlassen. Ich konnte nicht mit jedem Trainer, ich will gar nicht hier den Obermacher machen und ja, ich bin gut mit jedem Trainer. Nein, natürlich nicht. Ich werde euch auch erzählen, wie es bei mir dann weiterging. Ich hatte auch natürlich einen Karriereknick, aber mit Turm war ganz gut. Ich war dann jüngerer Jahrgang, habe, ich glaube, 11 Tore gemacht, 17 Vorlagen. Und dann wurde ich Kapitän im darauffolgenden Jahr. Dann bist du hochgekommen, dann war ich dein Kapitän. dann war ich dann Kapitän und wir wurden deutscher Meister. Kurz gemacht, im Finale haben wir gegen Joshua Kimmich gespielt, gegen Timo Werner, Baumgartl, gegen viele. Wir hatten echt eine super Truppe. Und da hatte und ich auch, er hat in diesem Jahr zerstört. Ja, das war wirklich ein gutes Jahr. Aber ich war nicht bei der Nationalmannschaft und da wieder zum Trainer zurückzukommen. Er hat mich nicht gemocht. Er hat gesagt, du bist zu uneffektiv. Und er hat dann damals, Max Meyer war vor mir, kennt ihr wahrscheinlich auch, der in dem Jahr weniger Tore als ich gemacht hat, aber er hat gesagt, ja, du bist uneffektiver. Wo wir Deutschland war dann auch nicht bei der Europameisterschaft eingeladen. Wo die U17? U17 Europameisterschaft war ich nicht dabei. Okay, krass. Haben die mich rausgekickt aus dem Kader. Das war so meine erste Delle. Das hat mich auch wirklich mitgenommen, weil du freust dich, als Kind freust du dich bei so einer, Europameisterschaft. Das ist ja ein Traum. So, weißt du spielst für ein Land. Genau, du repräsentierst dein Land. Du weißt, du wirst da eingeladen, du bist von den Besten in deinem Jahrgang. Das ist ja geil, dafür spielst du ja, weißt du? Ja. Bei dem Finale gegen Stuttgart, weißt du, wer zugucken war? Lukai war zugucken. Der Trainer von Hertha BSC, also der Cheftrainer von Hertha BSC vom ersten Team damals. Und damals, das war so vor 7, 8 Jahren. Mhm. Das war eine andere Zeit, da bist du nicht mit 17, 18 Profi geworden. Haben wir da gewonnen, 2-0, glaube ich, oder 2-1 war das? Ja, irgendwie so. Du hast ein Tor gemacht, Finale nicht. Dann kam Lukai bei dem Spiel zugucken und hat dann nach dem Spiel gesagt zu Preetz, Michael Preetz war damals Sportdirektor bei Hertha, hat dann gesagt, ey, der Junge, den will ich in meiner Vorbereitung haben. Ach, die kamen erstmal nur mit Vorbereitung? Ja, die haben gar nichts gesagt. Ach so, krass. Aber da ist mein Vertrag ausgelaufen, zu der Zeitpunkt. Ulan Hertha. Da ist mein Vertrag ausgelaufen und dann damals mein Berater ist dann zu Hertha gegangen und gesagt, ey, ihr wollt, dass der Junge bei euch in der Vorbereitung macht, dann müsst ihr euch den Profivertrag machen. Ich will nichts Falsches erzählen, aber man darf keinen Profivertrag mit 17 unterschreiben, oder? Ist es nicht so? Vielleicht war es damals so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwie so, da gab es irgendwas und meinte die so, dann habe ich... Ab 18 oder was? Ja, irgendwie sowas, ab 18 oder so, keine Ahnung. Und dann meinten die so, guck mal hier, kriegst du 2+1, unterschreibst du bei uns und dann ist gut. Also 2+1 für diejenigen, die das nicht verstehen, 2 Jahre und ein Jahr Option halt. Ne? Also du hast 2 Jahre Profivertrag 2 Jahre Profivertrag und dann ein Optionsjahr. Okay. Meine Option aber. Ja, wenn die nicht wollen, dann kriege ich auch keinen und wenn ich nicht will, dann... Okay. Funktioniert es auch nicht. Und dann habe ich die Vorbereitung bei Lukai mitgemacht. Und das war krass. Also so ich als Berliner Junge, einer meiner ersten Trainingseinheiten. Wir kassieren ein Tor. Ich hatte damit gar nichts zu tun, wirklich. Im Training? Im Training. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Leute gucken so beim Training zu, was für mich gar nicht. Also es war ja für mich was extrem komplett anders. So, ne? Kenne ich ja gar nicht. Bild-Zeitung ist da und ne? Ganz normal, halt wie beim Profi-Team. Kriegen wir ein Tor? Und Kraft schreit, dreht sich so um und sagt, Hani! Und ich so... Du hast nichts damit zu tun, oder? Was will der jetzt so? Der Kraft, der von Bayern München kommt, weißt du? Eine große Nummer, so. Ja, also Thomas Kraft damals kam zu Hertha von Bayern München, das war ja schon riesig. Und ich war 17 Jahre, kommt dann so, schreit so, wir sind hier nicht in der U19! Und ich so, ich bin halt Berliner Junge, ne? Ich habe noch nie U19 gespielt. Ich bin direkt von der U17 hochgekommen. Was? Und er fängt an, müsst ihr vorstellen, der fängt an, aus dem Tor zu rennen. Nein. Auf mich los. Meinst du ernst? Ich schwöre. Also Training war vorbei, war letztes Tor, ne? Die haben ein Tor gemacht. Und hat er so geschrieben, der rennt aus seinem Tor raus. Vor dir so, oder was? Und du musst dir vorstellen, der ist ja schon viel größer als ich, ne? Ich so, also, kommt so Kopf an Kopf. Und in dem Moment habe ich auch schwarz gesehen, weil... Also, ich habe gar nicht realisiert, was abgeht. Ja, ey, krass. Und nächsten Tag war, ich weiß nicht, so BZ hat darüber geschrieben. Also Zeitungen haben darüber geschrieben, ganz normal, ne? Mhm. Wo ich so fast Kopf... Also ich habe gar nicht so ihn geschubst oder so, aber so, die haben genau einen Knipser gemacht, wo der so vor mich und mich so anbrüllt. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Am nächsten Tag hat jeder mir geschrieben von meinen Freunden. Meine Eltern haben mich darauf angesprochen. Und du weißt, so 2 Wochen bei den Profis. Ich war eh schon aufgeregt und alles tun.
Und auf einmal bin ich da in jeder Zeitung drin in Berlin. Da muss ich ganz kurz dazu sagen, wenn junge Spieler zu den Profis hochgehen, ja, muss ich auch einfach mal ehrlich jetzt in die Kamera sagen, es gibt Spieler, ältere Spieler, die sind absolute Schweine. Da nehme ich Da muss ich dich unterbrechen. Es gibt absolute Schweine, die junge Spieler runtermachen. Ja, kannst du mir erzählen, was du willst? Da muss ich aber was sagen. Ich bin ihm dankbar dafür, ich schwöre dir. Und, ja, aber manche, und ich sage dir, nach drei Wochen waren wir einer, wir waren gute Freunde. Ja. Und heute, wenn er noch Geburtstag hat, gratuliere ich ihn. Stopp. Weißt du warum? Warte, weil, nein, wenn du es da nicht durchkommst, dann schaffst du es eh nicht im Business. Dann hast du nichts zu suchen okay, da. Aber glaub mir. Es gibt Spieler, die halt vielleicht nicht so weit sind im Kopf und mit allem im Leben wie du, die, wenn jemand sowas macht, es kann ja nicht jeder sein wie du. Manche werden darauf auch anders reagieren. Bro, das hat damit nichts zu tun, aber du wirst so oder so in dem Business, alle Leute, die es geschafft haben oder die es nicht geschafft haben, werden dir erzählen, du kannst so eine Situation nicht umgehen. Mhm. Die werden automatisch kommen, weil du wirst Fehler machen als junger Spieler. Das ist ganz normal, das gehört dazu. 100%. Das gehört auch dazu. Aber du musst dann auch dein Mann stehen können und sagen, ey, scheiße, ja. Ist jetzt so passiert, ne? Mhm. Abhaken und weiter geht's. Und nächsten Tag gibst du ihm die Hand und guckst ihn in die Augen und zeigst ihn, ey, ich bin eigentlich ein Guter. Mhm. So, ihr braucht mich. Und das am Ende des Tages musst du durch diese Prüfung gehen. Ich bin einerseits deiner Meinung, einerseits bin ich nicht deiner Meinung. Ich bin ehrlich. Ich finde, manche Spieler, junge Spieler, denen sowas passieren würde, sag ich persönlich, würden einknicken. Aber vielleicht hast du dann recht, vielleicht hätte ich nicht gemacht. Genau, dann ist auch besser, dann, weißt du, dann ist es auch besser für die, dass sie sagen, okay, ey, ganz ehrlich, das ist nichts für mich. Ich sag mal so, das war eine geile Geschichte. Und bis heute, wenn ich daran denke, Alter, denke ich mir so, Dicker, genau das habe ich gebraucht. So als 17-Jähriger kommst du hoch und dann weißt du genau, wo es lang geht. Weißt du, da weißt du, okay. Ey, hier weht ein anderer Wind. So. Okay. Weißt du, was ich meine? Safe. Da waren wir damals in der zweiten Liga. Ronny hat ja damals auch... Willst du das sagen, was du verdient hast, wo du den ersten Profivertrag... Ja, das kann ich sagen. Ich glaube... Das ist auch wieder von heute, also von damals und heute ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ne? Ich will keine falschen Zahlen sein, ehrlich. Also ich glaube entweder 6.000 oder 8.000. Okay. Ja, dann habe ich bei Hertha 2 Jahre verbracht. Ein Jahr zweite Liga, da sind wir aufgestiegen. Da habe ich, glaube ich, 12 Spiele gemacht als Bursche so. Ja, war gut. Luca hat mich gemocht eigentlich. Hab dann mein erstes Spiel, glaube ich, zu Hause gegen Dynamo Dresden gemacht. Dann sind wir die nächste Saison aufgestiegen in die Bundesliga. Da habe ich mein erstes Spiel gegen Bayern München gemacht. In der Allianz Arena. Also das war schon für mich sensationell. Da war ich dann schon 18 und lass dich vergessen, ja, es war eine andere Generation, aber meine Konkurrenten für die Nationalmannschaft, ne? Leon, Goretzka und Max Meyer. Leon war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fast schon Kapitän bei Bochum oder auf dem Weg zum Kapitän. Und Max Meyer hat Champions League gespielt mit Schalke. Das heißt, ich musste spielen. Also, ja, ich bin 18 und du bist Jungprofi und so, aber dass ich bei der Nationalmannschaft spiele, und das ist ja das Ziel, ne, dass du bei der Nationalmannschaft spielst, musst du dann auch in deinem Verein spielen. Und das war dann das Problem. Ich habe dann bei Hertha nie so richtig, ja, ich habe nicht meine Einsätze richtig bekommen. Ne? Und dann dazu zurückzuführen, ich habe, glaube ich, 11 Bundesliga-Einsätze. Mein erstes Spiel von Anfang an gegen Bayern München. Zu Hause war dann das erste Spiel von Anfang an gegen Bayern München in der Rückrunde. Mittelfeld, Lahm, Schweinsteiger, Kroos. Könnt ihr nachgucken. Gegen die habe ich gespielt. 18 Jahre Hahnemutter. Ja. Ich finde, ich bin gut, aber Bruder, das ist doch keine Chance. Ja, das weißt du, was ich meine? Und danach, letztes Spiel habe ich Stamm gespielt gegen Dortmund. Da war Lewandowski noch bei Dortmund, Mkhitaryan und was weiß ich, Nuri Sahin. Und das meine ich. Und ja, dann mit 18 bin ich damals zur Europameisterschaft gegangen. Hast du sogar trotzdem noch geschafft, obwohl du nicht so viel gespielt hast, zur Europameisterschaft? Da war Markus Sorg mein Trainer. Okay. Der ist jetzt der Co-Trainer bei der A-Nationalmannschaft. Der war dann der Cheftrainer bei der U19 und der hat mich eingeladen zur Europameisterschaft. Mit Kimmich, mit Selke und alle, ne? Wirklich Top-Kaliber. Und ich habe Stamm gespielt bei Europameister. Jedes Spiel, von Anfang an. Und im Finale habe ich gegen Portugal das 1-0 gemacht und wir sind Europameister geworden. Da haben auch die Zeitung geschrieben, so kleiner Mario Götze und was weiß ich, so Quatsch. Weißt du? Geil, ja, geil, aber so, ich weiß, was du meinst. Genau, war ein bisschen übertrieben. So, Ball flach halten, weißt du? Dann kam Benfica auf mich zu. Der Präsident hat sich dann um mich bemüht bei Benfica. Der wollte mich dann persönlich. Bei Benfica läuft es so, dass der Präsident die Transfers macht. Das ist ganz anders als in Deutschland. Aber das habe ich alles erst natürlich im Nachhinein herausgefunden. Ne? Ja.
Und ja, dann halt so Benfica, so ein, das ist ja ein Champions League Club, einer der größten Vereine mit Anhängern und so. Also es ist wirklich schon Hammer, also Riesenclub. Ich wollte bei Hertha bleiben, das war gar kein, also es stand gar nicht. Ehrlich? Ja, ich wollte bei Hertha bleiben. Ich wollte Bundesliga spielen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie oft im Office vom Sportdirektor und habe gesagt, ey, von Hertha jetzt. Von Hertha natürlich. Mhm. So, wann bekomme ich meine Chance? So, was geht ab? So, ich will spielen. Und die immer so, ja, Zeit und bla, und du brauchst Zeit und so, und kommt noch und bla. Und ich so, ja, und dann natürlich an der anderen, in deinem anderen Ohr ist halt Benfica, die sagen, ey, komm und so, eventuell kannst du nächstes Jahr Champions League spielen und hier, so, weißt du, kriegst du fünf Jahresvertrag. Salam alaikum. Kommst du, weißt du? Und ja, dann habe ich mich entschieden für mich so persönlich, dass ich zu Benfica gehen wollte. Und dann kann ich mich noch erinnern, habe ich zu Preetz in sein Office reingegangen und saßen wir da. Er so, du gehst nicht und hier, du bleibst hier. Und ich so, ey, ich habe mich entschieden, ich will gehen. Ich kriege hier keine richtige Chance und ich fühle mich nicht so. Vollkommen legitim. Also, ihr dürft eins nicht vergessen: Hertha ist mein Heimatverein. Also, so, weißt du, ich bin da groß geworden. Du willst da spielen. Am Ende des Tages musst du auch dankbar sein, was die dir ermöglicht haben. Safe. Die haben mich zu einem Profi gemacht und so. Aber du willst auch, du bist 18 Jahre, du bist hungrig, du willst spielen, du willst auf die große Bühne. Du denkst, die Nationalmannschaft steht vor der Tür. Weißt du, ich meine, ganz normal. Und danach hat Preet zu mir gesagt, die Tür geschlossen, hat gesagt, du gehst nicht. Oder? Ich habe gesagt, ey, ich habe mich entschieden und so, finde bitte eine Lösung mit Benfica. Weil ich hatte noch 6 Monate Vertrag. Finde eine Lösung mit Benfica. Die zahlen auch Ablöse und so, und ne? Aber halt nicht jetzt übertreib nicht und so. Ne? Dann hat er gesagt, so, ey, der neue Trainer, und Luca war damals da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Der meinte so, ey, der neue Trainer, der kommt, hab ein bisschen Geduld und so. Von Hertha jetzt, oder? Ja, ja, damals. Er meinte so, ey, der neue Trainer und so, das wird dein Trainer und so, vertrau mir und so, bleib hier, hab Geduld. Ich so in meinem Kopf, nee und so, ich sag ganze Zeit, ich soll Geduld haben und so, ich will weg. Könnt ihr nachgucken. Ich bin im Januar, ich weiß nicht, keine Ahnung, Ende Januar oder so, bin ich dann zu Benfica gewechselt. 10 Tage später, wer wird Cheftrainer bei Hertha? Ich weiß es nicht. Wer wird Cheftrainer bei Hertha damals? Dardai? 2016. Dardai. Und wer war Dardai? Dardai war unser Co-Trainer in der U17. Und wir wurden Deutscher Meister. Wir wurden Deutscher Meister. Und wie viele junge Profis wurden auf einmal bei hochgezogen? Dardai, Supermann. Jay, super. Nico super. Schulz, alle, mit denen ich zusammengespielt habe, alle. Alle waren auf einmal super, also gesetzt bei ihm. Ja, ne? ja. Aber so. Ganz ehrlich, kann man nicht zurückdrehen. Dann, ich habe meine Chance gesehen. Ich wollte meine Chance ergreifen bei Benfica. Ne? Auch bestimmt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt sagen willst. Kannst du, musst du nicht. Bestimmt auch, die haben dir bestimmt auch viel mehr Geld angeboten. Ja, natürlich. Also es war schon wirklich. War auf jeden Fall komplett anders als Hertha. Aber ich sag dir ehrlich, hätte Hertha damals mir gesagt, ey, du wirst Stamm spielen, hätte ich es gemacht. Krass. Weil am Ende des Tages, damals, als du ein kleines Kind warst, hast du es nicht gemacht wegen Geld. Mhm. Du hast am Ende gesagt, du hast Marcelinho im Olympiastadion gesehen und hast gesagt, ey, ich will auch diese blonden Haare haben und im Stadion zocken. So, weißt du, ich meine, ich bin dann mit 19 zu Benfica gewechselt. Komplett anders. Also ich bin da angekommen am Flughafen, ich weiß noch, mit meinen Eltern. Mit Fans und so, wie ich mich erinnere, ne? Ja, ja, mit meinen Eltern und mit meinem Berater. Aha. Und wir landen am Flughafen, wir laufen raus und wirklich, das könnt ihr nachgucken bei YouTube, kommen wir an am Flughafen und ich sag zu meiner Mutter, ey, wer kommt denn hier am Flughafen an? Warum sitzen hier so viele Journalisten? Und ich schwöre es dir, ich hab sie gefragt. Boah, ich war 19 Jahre, 18 Jahre. Ich hatte doch gar keine Ahnung von dieser Welt. Sie sagt so, sie hat nichts gesagt und dann sagt sie so, ey, ich glaube, die kommen so hinter die her und so. Und ich bin dann näher gekommen, also sie waren ein bisschen weiter weg natürlich. Mhm. Und dann bin ich näher gekommen, so Interview. Und da mein Berater hat mich nicht mehr darauf so vorgewarnt oder so. Er meinte so, ey Hani, sag nichts so, steig einfach ins Taxi ein. Oder die haben uns dann abgeholt, so ins Auto ein und dann geh. Mhm. Alter, das war, und da habe ich das erste Mal gemerkt, so ey, Digga, was ist das für eine Welt? Und du musst dir vorstellen, Benfica habe ich ja gar nicht gespielt, aber die haben einen Channel, der heißt, glaube ich, Benfica TV oder irgendwie sowas. Und der läuft 24 Stunden, weißt du, weil die können auch nicht zum Training kommen, die Fans und so, das ist ein bisschen anders da. Da läuft immer so 24 Stunden, und du musst dir vorstellen, als ich da ankam, das kam ja dann so rund um die Uhr. Das heißt, auch ich habe gar nicht gespielt, trotzdem kannten mich so viele in der Stadt auf einmal. Und ja, da habe ich erstes Mal realisiert, so ey, Dicker, so. Du bist jetzt in der großen Welt, Alter. Weißt du, was ich meine? Da hast du nicht viel gespielt. Da habe ich leider. Also, Hammerverein, aber ich würde es niemals einem jungen Spieler raten. Niemals.
Ins Ausland jetzt generell? Nee, nicht Ausland. Nee. Das kann man nicht so verallgemeinern. Ey, wenn ihr eine gute Möglichkeit habt, könnt ihr eine Karriere machen. Mhm. Ich war sehr erfolgreich in Dänemark, weißt du, auch Ausland. Aber bei Benfica Lissabon, die haben um die 90 Spieler unter Vertrag pro Jahr. Das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, was da in der Vorbereitung abgeht? Da sind 50 Spieler. Und dann bin ich zu Benfica gegangen, jetzt so kurz Zusammenfassung. Bin ich zu Benfica gegangen, der Trainer Jorge Jesus, der ist jetzt, glaube ich, bei Fenerbahce, der war damals Cheftrainer. Dann hat der hat mich geholt sozusagen zu Benfica und 6 Monate später ist er zu Sporting gegangen. Ach du Scheiße. Dann kam Rui Vitória, der Portugiese. Und der hat natürlich erstmal 8 Spieler mitgebracht. Ich war ja eh keine Nummer so. Ich habe ja davor nicht mal richtig gespielt. Ich habe da mein Debüt dann gegeben. Und da habe ich die Vorbereitung mitgemacht. Ja, dann musst du dir vorstellen, so 2 Wochen vor Transferschluss kommt der Trainer zu mir, der neue Trainer, und sagt dann so, ey, so, wir planen nicht mit dir. Ich, 19 Jahre, ich habe vor 6 Monaten noch geträumt, dass ich Champions League bei Benfica spiele. Mhm. Und auf einmal so wollen die dich weg vom Hof haben, weißt du? Und ja, dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, so, ey, wie das Ganze alles läuft, so dass die dir gerne Honig um den Mund schmieren, ne? Dass die dann auch, dass der Präsident jeden Spieler verpflichtet, was krank ist. Mhm. Aber der Trainer weiß nicht mal. Ja, und der Trainer manchmal weiß wirklich nicht mal Bescheid, welche Spieler verpflichtet wird. Die werden ihn dann vor die Nase gesetzt und er muss dann mit denen arbeiten, ne? Und dann gehst du zum Präsidenten und sage, ey, ich habe mein Gehalt nicht bekommen. Und er guckt mich so an und sagt, ja, du wirst doch verliehen. Und ich so, was? Dann meint er so, ja, das verrechnen wir und so. Und dann zeigt er mir eine Liste, wo er so 40 Spieler oder so noch, wo er 40 Spieler noch verleihen muss. Und ich so, da habe ich gemerkt, so, ey, ganz ehrlich, Alter, wenn ich es machen will oder wenn ich was auf meiner Zukunft machen will, dann muss ich hier weg, so, weißt du? Mhm. Weil am Ende des Tages, er hat gesagt, ey, wenn du dein Geld haben willst, trainier hier in der zweiten Mannschaft die nächsten 5 Jahre und du bekommst immer pünktlich dein Geld. Aber ich war 19 Jahre, das geht ja nicht. Du kannst es ja nicht machen. Ich hatte noch 2 Wochen Zeit, dann war vielleicht noch so 12 Tage. Dann hat mein Berater mich angerufen nach 2, 3 Tagen, meinte, ey, Düsseldorf ist interessiert. Zweite Liga war das? Zweite Liga. Und du musst dir vorstellen, ich habe von Champions League geträumt. Bruder, stopp mal. Er hat da zweite Liga aufgestiegen. Bundesliga gespielt. Liga in die Champions League Verein gewechselt. Genau. Und dann kommt 2 Wochen vorher der Präsident, sagt, stopp. Plan nicht mit dir. Und dann kommt der Berater und sagt, Düsseldorf will dich. Düsseldorf will dich. In deinem Kopf rattert so, was geht gerade ab? Mhm. Aber du hast keine andere Wahl. Du hast nicht gespielt bei Hertha richtig. Du hast nicht gespielt bei Benfica. Leute sagen, du bist gescheitert. Aber so, setz dich mal durch mit 19 Jahren bei Benfica. Ist schon schwer. Damals war es eine ganz andere Zeit. Damals hat nicht mal Jay Brooks oder Nico Schulz Stamm gespielt bei Hertha. Ja. Weißt du, die haben ab und zu mal gespielt. Ja. Erst bei Dardai sind die ja durch die Decke gegangen. Ne? Dann auf einmal stehst du vor der Tür, zweite Liga, ne? Von deinem Traum Champions League. Und das zu realisieren als Bursche ist schwer. Ich sag's dir, es ist schwer. Auch wenn zweite Liga zu spielen geil ist, gar keine Frage, darum geht's gerade nicht. Ja, dann habe ich zu meinem Berater gesagt, ja, komm, versucht das zu klären. Willst du nicht glauben, Düsseldorf ist abgesprungen. Ich weiß nicht, wen die verpflichtet haben, die haben einen anderen Spieler verpflichtet. Alter, du hast noch 1,5 Wochen, bis dein Transferfenster schließt und du weißt, wenn du jetzt nicht wechselst, bist du erstmal am Arsch. Du kannst ein halbes Jahr nicht wechseln. Geht ja nicht. Dann waren so 10 Tage noch, ich war alleine in Lissabon, ich war verzweifelt. Also Leben erstmal in Lissabon, Weltklasse, aber ich war verzweifelt. Mhm. Danach kam Red Bull Salzburg zu mir. Ah. 3 Tage vor Transferschluss. Boah. 3 oder 4 Tage vor Transferschluss. Red Bull Salzburg eigentlich auch eine große Nummer. So genau, ey, ich war super glücklich. Ich war so, ey, Jackpot. Weißt du, die setzen auf junge Spieler, perfekt. Erstes Gespräch mit denen, sagen, Hani, wir spielen mit Doppelzehn, besser geht's nicht. Mhm. Du wirst hier direkt spielen und wir brauchen dich und bla bla. Wechsle ich zu Salzburg. Erstes Spiel mache ich 2 Vorlagen gegen Grödisch damals. Überall in den Zeitungen steht, ja, Mukta bringt die Wende. Und die haben 4 Spiele in Folge nicht gewonnen damals. Nächstes Spiel spielen wir gegen, ich glaube, Tabellenletzten damals war das oder Vorletzten. Jetzt hört euch die Geschichte an, ey, ihr werdet vom Stuhl fallen. 25. Minute oder 30. Minute, 2-0 für den Gegner. Er wechselt mich aus. Aber warte. Für mich kommt Minamino, Taco Minamino, der von Liverpool. Ja. Genau. Ich gebe ihm Handshake, er rennt rein, die hatten einen Einwurf. Klatsche jeden ab bei der Bank. Ich schwöre, ich habe das Tor nicht gesehen. Die jubeln.
Ich habe mich noch nicht mal hingesetzt. Ohne, ich übertreibe gerade nicht. Und ich habe mich noch nicht gemacht? Mal hingesetzt. Wer hat's gemacht? Minamino. Minamino. Dicker, was? Die gewinnen noch 4-2 das Spiel. Weißt du? Und der hat eine super Saison gespielt. Unglücklich. Aber dann war es das noch nicht mal. Der Trainer war okay, ganz ehrlich. Hat gewechselt, hat funktioniert, da kannst du auch nicht sagen als Spieler. Ne? Da musst du einfach leise sein, weiter hart arbeiten und versuchen irgendwie ins Team zu kommen. Schwer, aber so musst du. Ich war 20, 21, war natürlich wieder ein Rückschritt. Oder ein Rückschlag für mich in meiner Karriere. Zur Winterpause wird er entlassen, der Trainer. Okay. Kommt ein spanischer Trainer von FC Barcelona, zweite Mannschaft damals. Okay. Barcelona B. Ich habe gedacht, okay, perfekt für mich. Ja. Neuanfang, Fußball, neuer Trainer. Bisschen zocken. Dann schreibt mir der Sportdirektor, und ich lüge jetzt, also das ist jetzt wahr. Der Sportdirektor schreibt 2 Tage vor Transferschluss. Hör zu, nein, hör zu. Also gut? Gut. Der schreibt, Hani ist auf einem super Weg, bei uns viele Spiele zu machen. Mein Berater, und der schickt mir das. Der schickt mir. Screenshot. Geil. Bruder, ich habe jedes Vorbereitungsspiel Stamm gespielt. Jedes Vorbereitungsspiel. Jetzt hör das zu. So, Abschlusstraining. Ich schieße alle Ecken und Freistöße. Hör zu. Abschlusstraining, Freitag. Ja. Ich schieße alles, komplett. Ich komme in die Kabine, ich gehe duschen. Und ich war mit einem Jungen relativ gut. Er kommt so in die Kabine und er sagt so, Hani, du bist nicht im Kader. Ich fange an zu lachen. Ich so zu ihm, hast du gerade nicht Training zugeguckt? Er sagt so, Hani, ich mach keinen Spaß. Oder ich mit Boxershort, so nass, ohne Handtuch, irgendwas. Ich gehe in die Kabine und da waren immer die Namen auf der Tafel, weißt du, die nicht im Kader sind. Die nächsten Tag dann Training kam um 11 Uhr. Und mein Name steht da. Und da sage ich dir, das erste Mal in meiner Karriere, wo ich mich nicht kontrollieren konnte. Was ich zutiefst bereue. Ich abgetrocknet, angezogen, direkt in Trainerskabine. Rein. Ich bin rein da gegangen. Ich meinte, ey, das muss ein Fehler sein. So, ich war gerade in der Mannschaft drin. So, wie kann ich nicht im Kader sein? Oder ist nochmal eine andere Sache, dass du nicht spielst? Ja. Nicht im Kader. Guckt er mich an, sagt, ja, du bist kein Pressingspieler. Fällt dir ja früh ein. Ich sag so, wie bitte? So, du bist kein Pressingspieler. Ja, du passt nicht ins Red Bull-System. Ganz komisch. Nach Transferschluss, ein Tag vorm Spiel, so vor Saisonbeginn, also Rückrunde. Willst du mich verarschen, Alter? Ich schwöre dir. Na, ich habe rechts, wir haben Diamond gespielt, also wir haben Raute gespielt. Mhm. Und ich habe rechts in der Raute gespielt. Ähnlich meine Lieblingsposition, aber du weißt, wenn du spielst, ist es egal, wo du spielst. Und dann sag ich so zu ihm, weil ich sauer war, ich wurde dann auch laut und sagte, ey, ich bin Zehner. Ich will dann wenigstens auf meiner Position. Zehner hat damals Keita gespielt, Keita hat da gespielt bei Salzburg. Da hab ich so gesagt, ja, ich bin auch Zehner, ich bin nicht rechts außen. Da guckt er mich an und wirklich jetzt so und so, er lacht, er sagt, jeder will Zehner spielen. Ich habe so den Stuhl so ein bisschen weggeschubst und bin dann aus der Kabine gegangen. Oh, krasse Story, Alter. Ich war nie wieder im Kader, außer das letzte Spiel, weil die da schon Meister wurde. Sorry, dass ich lache, Bruder. Sorry, Alter. Also, und das bereue ich bis heute, krass, dass ich so gehandelt habe. Sorry, dass ich lache, tut mir leid. Ist witzig, Alter. Ist auch witzig, soll auch witzig sein, Mann. Krass. Aus Fehlern lernt man, weißt du, ist auch witzig am Ende. Crazy, ja. Aber viele fragen mich immer, ja, bereust du, dass du zu Benfica gewechselt bist? Nein, Mann, das ist eine Lebenserfahrung. Das bereue ich nicht. Aber sowas bereue ich. Erstmal, vor dem Spiel kannst du nicht zum Trainer gehen. Der konzentriert sich gerade komplett aufs Spiel. Geh Montag nach dem Spiel zu ihm. Geh ruhig, in Ruhe zu ihm. Setz dich hin mit ihm. Egal wie er reagiert, sag, ey, okay, schwer für mich nachzuvollziehen. Mhm. Aber ich habe ja jetzt keine andere Wahl, ich werde Gas geben. Ja, und ja, wenn sie mich brauchen, bin ich da. Best, was das du musst du machen. Aber, Mann, das ist einfach gesagt. Wie ich gesagt habe von Anfang, du machst das nicht am Ende des Tages, weil du Ruhm oder was auch immer. Du machst das, weil du den Sport liebst. Du liebst ja Fußball. Und das heißt, du bist ja mit deinem Herz dabei. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn du mit deinem Herz dabei bist, handelst du manchmal emotional. Aber ja, dann habe ich bei Salzburg nicht gespielt. Krass, überleg mal, Hertha nicht gespielt. Benfica nicht gespielt. Und dann Salzburg.
komplett. Hinrunde kam ich immer rein, ne, bei dem Trainer. Also dem ersten Trainer mache ich auch gar keine Vorwürfe. Der hat mir eine Chance gegeben, hat mich ausgewechselt, hat dann besser geklappt. Ja. Ganz ehrlich. Dann war Sommerpause und Benfica natürlich, wenn du da nicht gespielt hast, hast du eh keine Chance. Haben gesagt, ach stimmt, ey, du warst ja ausgeliehen. Ja. Ich war ausgeliehen zu Salzburg. Zu Salzburg, bist du wieder zurück? Genau. Und da hat Benfica natürlich gesagt, ey, so, du brauchst gar nicht zurückkommen, such dir mal weiter eine Leihstation. Ja, kann ich auch sagen, dürft eins nicht vergessen, bei Benfica habe ich einen besseren, einen guten Vertrag unterschrieben für mein Alter damals. Also mehr Geld und auch. Benfica hatte mich halt so in der Hand, die haben gesagt, ey, du gehst dahin und nimmst das Geld, was die zahlen. Wir zahlen aus unserer Tasche gar nichts. Weil am Ende des Tages, die wussten ganz genau, die haben gesagt, ey, wenn du hier bleibst, ist deine Karriere im Eimer. Mhm. So hast du eventuell die Chance noch, dich weiterzuentwickeln oder weißt du? Cool. Und das heißt, ich musste immer auf Geld verzichten. Ja. Immer, egal meine Leihstation, immer. Und, aber ganz ehrlich, wie gesagt, Dicker, am Ende des Tages willst du spielen. Weißt du, was ich meine? Wenn du die Chance bekommst, irgendwo zu spielen, dann sagst du auch, okay, lieber verzichte ich ein bisschen was, weißt du, aber nimm da meine Chance auf mich, weißt du? Weiß ich noch, zwar, das war dann im Juni, Juli, Zeit vergeht, ich war zu Hause und ich habe gewartet auf einen Anruf von meinem Berater. So. Ich habe den jeden Tag angerufen. Ich meinte, ey, Alter, so, ist was reingekommen? Wie sieht's aus? Und er immer so, ja, wird und machen und tun. Und ich so, wie, noch nichts passiert? Ich wurde richtig unruhig. Ich kann mich noch erinnern. Und ich bin dann, weil ich nicht mehr konnte, ich bin dann nach Antalya geflogen. In Urlaub einfach. Okay. Weißt du, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so, einfach weißt du, meine Eltern haben gesagt, ey, Hani, geh für eine Woche, ruh dich aus, lass dein Handy hier und so. Ja, natürlich habe ich das gemacht, aber so mäßig, weißt du. Am vorletzten Tag hat er mich angerufen, meinte, ey, Dynamo Dresden will dich haben. Ich bin direkt nach Berlin geflogen mit dem Auto mit meinem Vater zu Dresden runter. Ohne zu überlegen, das war nicht mehr so, ey, was können die zahlen oder so oder so oder so. Ich muss auch verzichten. Für mich war, das ist meine Chance, ich muss dahin. Wir reden mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, alles eigentlich schon unter Dach und Fach. Also eigentlich schon durch. Weißt du? Stadion auch Hammer, wirklich ein richtig geiles Stadion. War damals zweite Liga, wirklich richtig geil. Dann ruft mein Berater mich an, ein paar Tage später und sagt, ey, der Deal ist geplatzt. Geht nicht. Die wollen nicht. Ich war komplett am Boden. Ich so, Dicker, Alter. Und da war ich dann schon so 22, 23, weißt du? Also alle so in meinem Alter, von denen wir geredet, Kimmich, Max Meyer. Ja, überall Goretzka. Stamm und so. Ich bin überall Stamm und die sind wirklich die Kings in ihren Mannschaften, weißt du? Also die sind wirklich die Spieler. Ja, Mann. Und dann kam ein Anruf von meinem Berater und meinte, genau so hat er es mir erklärt. Hani, ich hab dich reingedrückt bei Brøndby Kopenhagen. Ich muss dir vorstellen, vor 2 Jahren bin ich zu einem Champions-League-Verein gegangen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später musste mein Berater mich reinpressen bei Brøndby. Und das hat auch nur funktioniert, weil der Trainer damals Deutscher war, Zorniger. Und sozusagen er ihn davon überzeugt hat, dass es eventuell eine gute Geschichte werden kann. Hast du am Anfang nicht direkt einen 10 gehabt und so bei Brøndby? Ja. Aber trotzdem reingekriegt, aber trotzdem. Erste, also bei unser, wo wir unterschrieben haben dann, bei Brøndby hat dann Zorniger damals gesagt, also ganz ehrlich, für mich wahrscheinlich der beste Trainer, den ich bis jetzt hatte, so an der Stelle. Auch wenn viele den nicht so auf dem Schirm haben, aber ey, der hat mir einfach so eine Chance gegeben, da muss man einfach dankbar sein, weißt du? Und der sagt dann so, ey, guck mal, Hani, ist hier nicht Benfica, ist hier nicht Salzburg, hier ist alles sehr, sehr bodenständig und wenn du nicht ackerst, wirst du nicht spielen bei mir. Ist aber vollkommen in Ordnung, finde ich. Und dann, gegen wen war das mein erstes Spiel? Gegen Hertha BSC im Europapokal. Und wir haben Hertha, wir haben 1-0 in Berlin verloren und haben dann Hertha 3-1 bei uns zu Hause geschlagen. Ja, und das war, also dann, da habe ich auch, glaube ich, 2 Vorlagen gemacht und ab dann ging es wirklich und da hatte ich ja erstes Jahr, ich war ausgeliehen zu Brøndby, die haben die Kaufoption, glaube ich, nach 3 Monaten gezogen. Also da wurde ich dann wirklich richtig glücklich. Und zweite Saison wurdest du auch, kann man sagen, zweite oder dritte Saison? Spieler des zweite Jahres. Saison wurde er dann auch MVP bei Brøndby. Genau. Und ich war bei ihnen in Dänemark besuchen und ich kann euch sagen, der war da wirklich, sorry für die Ausdrucksweise, er war ein Motherfucker in der Stadt. Also Brøndby war wirklich ein geiler Verein. Geile Fans, er wurde anerkannt, er war glücklich, er hat gespielt. Du hast seine, keine Ahnung, 15 Tore gemacht, 10, 14 so. Vorlagen. Einfach, er also wurde war richtig geil, ja. War richtig gut. Und jetzt kannst du, das haben wir kurz übersprungen, jetzt kannst du erzählen, jetzt kommt der nächste Step.
Nashville. Ja, bei Brøndby ist auch viel passiert. Da wollten die mich nicht gehen lassen zu anderen Vereinen. Und die haben dann Pukki verkauft, die haben dann Nørgaard verkauft und Lindstrom und wie die allein haben die alle verkauft. Bei mir hat es dann immer so ein bisschen gehapert. Was ich auch an der Stelle sagen kann, warum ich dann auch mich für Nashville entschieden habe, war zum Beispiel ein Grund war, die haben von Anfang an gesagt, so der Sportdirektor kam auf mich zu und meinte, ey, wir bauen ein Team um dich rum. Wo findest du das in Europa, weißt du? Also der kam dann auf mich zu, meinte, ey, guck mal, wir bauen ein Team um dich rum, wir wollen dich als ersten DP haben, Designated Player, das heißt, besonderer Spieler. Du verdienst so, mehr als die anderen in der Mannschaft. Genau, du gehörst nicht zu dem Gehaltsgefüge und ja, wir wollen die Truppe um dich rum bauen und du bist so der Mann, ne? Also hört sich komisch an, aber das war krass. Mhm. Ich habe gedacht so, ey, was geht hier ab? So. Mhm. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt hier und hat mir auch alles gefallen. Und dann bin ich runter, habe ich hier unterschrieben. Und ja, jetzt bin ich hier, bin ich glücklich hier. Geiles Stadion. Nimm's auseinander, um erwähnen, dass du hier alles auseinander rasierst. Ja. Ist so. Man gibt sein Bestes, Bruder, was soll ich denn sagen? 28 Spiele oder 29 Spiele, jetzt gerade in der Saison. Wir haben noch 4 Spiele bis zu den Playoffs. Die sind, glaube ich, 4. oder 5. Es ist alles eng oben. 21 Tore. Ja, 21 Tore. 11 Assists, ja, richtig? Voll an. Ist gerade Erster, führt die Torjägerliste an und ist im Ranking gerade an allererster Stelle. So Gott will, wird der Junge hier MVP. Und wir unterstützen den alle hier. Und wir sind wirklich, Bruder, wir sind so happy für dich. Hast du schön gesagt, hast du schön gesagt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie das Leben hier ist. Was ich noch ein bisschen zu den anderen Vereinen vorher... Ja, so, also ich mache so eine kleine Zusammenfassung. Ich sag mal so, komplett anders kann man nicht mit Europa vergleichen. Leben, Lifestyle ist sehr, sehr geil. Richtig cool. Menschen sind sehr, sehr entspannt. Der Fußball ist neu in Amerika. Wie deine Community, die relativ jung sind, die sind wahrscheinlich das erste Mal ins Stadion gegangen mit 6, 7, 8. Hier ist es, müsst ihr euch vorstellen, ist es ein neuer Sport. Das entwickelt sich jetzt alles gerade erst. Aber ist auf einem sehr, sehr krassen Weg. Ich weiß, 2020 bin ich hier angekommen. Da kannte keiner irgendeinen Spieler hier von Nashville. Hat doch keinen interessiert, sage ich ehrlich. Da ging es um Tennessee Titans, um Predators, Eishockey. Das meinst du, was ich dazwischen grätschen darf? Ich schwöre, ich sage, meiner Meinung nach, bist du mit der Grund, warum Nashville, die Stadt, Fußball näher gekommen ist. Vom Gefühl her, Mucki, kommen die Leute immer auf mich zu und fragen mich immer, wie kann der Junge mit so einem Potenzial, mit so einem Talent, die sehen ja, wie du auseinander nimmst, wie kannst du nach Amerika wechseln, weil viele immer diesen Gedanken haben, ja, Amerika, MLS ist so ein bisschen die Liga, so, wo die ganzen älteren Spieler und sowas hinkommen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen tote Liga. Vielleicht kannst du da so ein bisschen... Ja, also guck mal, ich sag dir, ich will da gar nicht dich versuchen, irgendwie dir was Falsches zu erzählen, dass MLS Top 5 Liga ist oder vergleichbar mit der Premier League oder Bundesliga oder was auch immer. Ist es nicht, ist es nicht. Und es wird auch, meiner Meinung nach sind wir auf einem guten Weg, aber es braucht noch Zeit. Aber ich sage dir ehrlich, es ist eine Liga, wo du dich als Spieler trotzdem weiterentwickeln kannst. Ich persönlich kann mich weiterentwickeln und ich denke auch, oder ich weiß es, dass ich auch besser geworden bin hier, weißt du? Und, ich finde, das ist eine absolute Prime-Zeit hier gerade. Genau, und Nashville weiß es zu schätzen, dass ich hier bin. Ich weiß zu schätzen, was ich hier an Nashville habe. Mhm. Lifestyle ist geil, super Leben, ich fühle mich extrem wohl. Die Fans schätzen mich. Du hast ja jetzt meine Geschichte gehört ein bisschen. Dann irgendwann kommst du an einen Punkt in deiner Karriere, wo du sagst, ey, ist es es wert, das aufzugeben? Und einen anderen Schritt mit, ich bin 27 mittlerweile. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht mehr 21, 22, wo ich sage, ey, ich nehme nochmal ein Risiko auf mich. Weißt du? Aber ich sag's, kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, und das weiß auch jeder, ey, wenn ich die Möglichkeit habe, nochmal Champions League zu spielen, dann will ich die Chance nutzen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also so, weißt du? Aber wenn nicht, dann überlege ich halt dreimal. Und deswegen bin ich auch dann vor kurzem zu dem Entschluss gekommen, hier nochmal zu verlängern. Aber, Mann, du warst doch auch im Fußball. Fußball ist schnelllebig, weißt du, weiß man nie, kommt der richtige Club und dann auf einmal ändert sich deine Meinung. Deswegen, ich will jetzt hier nicht vorjaulen, nein, ich bleib hier bei Nashville für immer und dann auf einmal bist du weg. Nein, so bin ich nicht. Ich bin authentisch, ich sag dir ehrlich, Champions League Club würde ich machen,
wenn ein anderer Verein kommt, muss man überlegen. Und jetzt, Stand jetzt, fühle ich mich wohl hier in Nashville. Ich mache meine Tore, ich mache meine Assists, ich helfe dem Team, ich helfe hier in der Stadt was aufzubauen. Und wie du weißt, neben meinem Fußball-Ding, was ich durchziehe, ziehe ich auch noch was neben dem Platz auf. Das heißt, für mich läuft es momentan gut. Bruder, Warum soll ich etwas ändern? Ganz ehrlich, meine Meinung, Bruder, auch das, was du verdienst, auf deine Familie abgesehen, Bruder, du versuchst ja auch irgendwo an deine Familie zu denken, dass du versorgen kannst, helfen kannst, oder deine Familie, sag ich jetzt mal, weißt du? Hm. Also, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt irgendwo hinwechseln würdest, ob man da auch so das Gleiche vom Verdienst her, und warum sollst du jetzt in eine, sag ich jetzt mal, eine Top-5-Mannschaft, sag ich jetzt mal, in Europa wechseln, wenn du nicht mal zu 100% weißt, vielleicht spiele ich nicht mal richtig, spielen die mit einem Zehner, hier bist du Zehner. Und also guck mal, genau, du sagst es, du bringst es auf den Punkt. Das Problem ist, sag mir 5 Vereine in der Bundesliga, die permanent mit einem Zehner spielen. Außer Bayern und Dortmund. Und Leverkusen kann es auch rausnehmen und Leipzig. Die werden wahrscheinlich nicht in Amerika scouten. Dann ist schon dünne, weißt du, was ich meine? Also warum alles aufgeben, wenn du dich pudelwohl fühlst? Du musst auch, guck mal, das Ding ist, es geht nicht nur um Aufgeben. Du musst ja auch irgendwo in eine Mannschaft reinkommen, wo du reinpasst. Es geht nicht immer, du weißt es selber, es geht nicht immer, dass du der Beste bist oder dass du, es geht ja auch darum, dass du in eine Mannschaft reinpasst, weil am Ende der Trainer stellt nicht den besten Spieler auf, er stellt das beste Team auf. Ist ja ganz normal, würdest du ja auch mal mit dem Trainer bist, weißt du, was ich meine? Und dann musst du, Mann, natürlich ist es so einfach gesagt und ich kriege auch so viele Nachrichten und so immer, aber es ist so einfach gesagt, ja, warum wechselst du nicht und, aber da steckt ein bisschen mehr hinter, weißt du? Da, also es muss schon wirklich ein Gesamtpaket sein, wo du sagst, ey, okay, das will ich nochmal machen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich hoffe, euch hat es gefallen, war nicht zu langweilig. Wann nimmst du jetzt meinen Part, oder? Ja, sorry. Nein, ey, ich fand deine Story, also hätte ich persönlich nicht gedacht, sag ich ehrlich, weil ich kenne dich ja, ich kenne deine Geschichte ein bisschen. Ich fand es sehr interessant, Bruder. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast. Vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Tipp oder sowas an die Jugend, an Fußballer, die heranwachsen, die gerade so dabei sind. Würdest du ihnen vielleicht einen Tipp, Ratschlag geben, was die jetzt so einfach aus der Kalten? Ja, aus der Kalten würde ich einfach sagen, ehrlich, macht immer mehr als alle anderen. Es ist einfach gesagt, schwer getan, aber macht mehr als alle anderen, arbeitet an euren Schwächen. Und das ist das Wichtigste für mich persönlich, arbeitet an euren Stärken. Schwächen ist wichtig zu arbeiten, aber seid besonders, egal was es ist. Ob ihr extrem zweikampfstark seid, ob ihr extrem gut in der Luft seid, ob ihr extrem gut Freistöße schießen könnt, ob ihr... Ja, ich persönlich habe es mir vorgenommen, dass ich ruhige Bälle als mein Main-Target sehe. So. Und jeder soll sich was anderes vornehmen. Und das ist auch ganz wichtig, weil am Ende des Tages kommen Scouts oder wer auch immer zugucken und die sagen, okay, der hat was Besonderes, der dribbelt sehr, sehr gut, der ist gut am Ball, der hat einen super Schuss. Und, der ist gut im Zweikampf, genau, in der Luft, was auch das, immer. Das ist, was ich... Der Meinung, ich bin der Meinung, das fehlt mittlerweile, es geht immer nur noch um Taktik und wer passt schneller und alles drum und dran. Ja, es ist wichtig, super wichtig, aber am Ende ist es auch wichtig, dass du eine Spezialität hast als Einzelspieler. Mhm. Das würde ich so auf der Kalten jetzt so einfach mal mitgeben. Ja, Bruder, dann vielen, vielen Dank, Habibi, vielen, vielen Dank. Danke, Leute, ich hoffe, für euch war es auch interessant, mal jemanden, der nicht in Europa, der immer auch mal in Amerika spielt. Wie immer, Leute, wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und fürs Gewinnspiel. Liken, kommentieren, Abo da lassen. Trikot von ihm habe ich jetzt nicht dabei, sonst würde ich es jetzt hochhalten. Von ihm zu gewinnen, von dem Achi. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Video mit den 10 Fragen kommt. Danke euch fürs Schauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.